In der laufenden Buchhaltung passieren immer mal wieder Fehler. Die fünf häufigsten davon schauen wir uns in diesem Video mal ein bisschen genauer an. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wir sind spezialisierter Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige. Und ja, in der alltäglichen Buchhaltung passieren natürlich Fehler. Wir haben relativ viel mit Buchhaltung zu tun natürlich und mir ist in den letzten Wochen häufiger aufgefallen, dass es bestimmte Themenbereiche gibt, bei denen es immer wieder zu Fehlern und Missverständnissen kommt. Diese fünf häufigsten Fehler, die schauen wir uns heute im Video im Detail an. Fehler Nummer 1 bzw. Irrtum Nummer 1 hat zu tun mit Privateinlagen und Privatentnahmen. Du solltest als Selbstständiger oder Selbstständige idealerweise zwei Konten haben. Und zwar einmal ein Privatkonto für deine ganzen Privatfinanzen und einmal ein Geschäftskonto für deine ganzen geschäftlichen Finanzen. Und viele Selbstständige haben da Angst, sich zu häufig Geld hin und her zu überweisen, weil sie denken, dass das steuerlich irgendwas passiert. Da kann ich dir aber absolute Entwarnung geben. Du kannst dir steuerlich gesehen so häufig Geld hin und her überweisen, wie du irgendwie möchtest. Für die Steuer hat das überhaupt gar keine Auswirkung. Der zweite Fehler passiert häufig im Zusammenhang mit der Krankenversicherung. Ich sehe immer wieder Selbstständige, die ihre Krankenversicherungsbeiträge als Geschäftsausgabe in Form von Versicherungskosten buchen. Das ist leider falsch. Deine Krankenversicherungen sind immer Privatentnahmen. Auch wenn du sie übers Geschäftskonto bezahlst, musst du sie privat buchen. Warum? Ich habe doch irgendwie gelesen oder gehört, dass ich Krankenversicherungsbeiträge steuerlich geltend machen kann. Da hast du auch recht. Du kannst aber deine Krankenversicherungsbeiträge nur im Rahmen der privaten Einkommensteuererklärung geltend machen und nicht im Rahmen deiner Buchhaltung. Das heißt, steuerlich ansetzbar ja, aber nicht als Betriebsausgabe. Das gleiche gilt übrigens auch wie Kosten wie zum Beispiel Spenden oder Kinderbetreuungskosten oder Gesundheitskosten wie zum Beispiel Apothekenrechnungen. Etwas anderes ist es übrigens, wenn du deine Krankenversicherung für deine Mitarbeiter bezahlst. Weil diese Krankenversicherungsbeiträge sind Teil des Gehaltes für deine Mitarbeiter und sind damit Betriebsausgabe. Der dritte Fehler ist gleichzeitig der häufigste Fehler. Und zwar geht es um das ganze Thema falsch ausgewiesene Umsatzsteuer. Du darfst ja grundsätzlich die Umsatzsteuer, die dir in Rechnung gestellt wird, als Vorsteuer im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung geltend machen. Das darfst du aber nur machen, wenn du eine korrekte Rechnung hast und wenn der Umsatzsteuerausweis richtig ist. Aber es gibt eine Situation, in denen wird sehr, sehr häufig die Umsatzsteuer falsch ausgewiesen. Und zwar immer dann, wenn du Dienstleister, Zulieferer hast aus dem EU-Ausland, die für dich Leistungen erbringen. Das ist quasi eigentlich klassischer Reverse-Charge-Umsatz. Und da muss eine Nettorechnung gestellt werden. Das heißt, du musst deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angeben und benötigst eine Nettorechnung. Nur um dir mal klar zu machen, über welche Umsätze ich rede, das ist zum Beispiel Werbeumsätze, das heißt, wenn du Werbung schaltest auf Facebook, auf Google oder aber auch wenn du Online-Tools nutzt wie Asana oder Monday.com und all diese Projektmanagement-Tools, wo das Softwareunternehmen im EU-Ausland sitzt. Aber auch der App Store von Apple und der Play Store von Google. Das alles sind Unternehmen, die im EU-Ausland ihren Sitz haben und die Rechnungen stellen. Und diese Rechnungen müssen Nettorechnungen sein. Wenn du da eine Rechnung bekommst, in der Umsatzsteuer ausgewiesen ist, darfst du diese Umsatzsteuer leider in deiner Umsatzsteuervoranmeldung nicht geltend machen. Der vierte Fehler, den ich relativ häufig sehe, hat zu tun mit Versicherungen. Und zwar haben wir ja schon über die Krankenversicherung gesprochen. Es gibt also private Versicherungen, die musst du in deiner Buchhaltung als Privatentnahme buchen. Es gibt aber natürlich auch Versicherungen, die kannst du für deine selbstständige Tätigkeit abschließen. Zum Beispiel Betriebshaftpflichtversicherungen oder Vermögensschutzversicherungen. All diese Versicherungen, die kannst du selbstverständlich als Betriebsausgabe absetzen. Und wenn du so eine Abrechnung von deiner Versicherung bekommst, da steht drauf, was du bezahlt hast oder was du bezahlen musst, dann siehst du ganz unten häufig so im kleinen Text immer 19% VST. Viele Leute denken da, dass das 19% Vorsteuer heißt, weil Vorsteuer VST. An dieser Stelle einmal für alle. Dieses VST steht leider nicht für Vorsteuer, sondern für Versicherungssteuer. Das heißt, das hat mit der Umsatzsteuer und der Vorsteuer und der ganzen Umsatzsteuervoranmeldung gar nichts zu tun. Und deswegen darfst du diese 19% Versicherungssteuer auch nicht in deiner Umsatzsteuervoranmeldung geltend machen. Diese betrieblichen Versicherungen buchst du korrekt mit dem Bruttobetrag und 0% Umsatzsteuer. Der fünfte Fehler und mit Abstand die häufigsten Diskussionen habe ich rund um Bewirtungskosten. Vielleicht erstmal zum Grundsätzlichen. Du darfst dich mit deinen Geschäftspartnern, Kunden, Lieferanten, Dienstleistern, darfst du dich gerne treffen und darfst quasi auch Bewirtungskosten ansetzen. Das heißt, du darfst in ein Restaurant gehen, gemeinsam mit ihnen essen gehen und dann diese Kosten in der Buchhaltung geltend machen.
zumindest 100% der Umsatzsteuer und 70% der Kosten. Dafür ist es aber ganz wichtig, dass du den Bewirtungsbeleg korrekt ausfüllst. Dieses ganze Thema ist ein relativ umfangreiches Thema. Dazu habe ich schon mal ein separates Video aufgenommen, das verlinke ich dir hier einmal. Es ist aber ganz, ganz wichtig, dass du diesen Bewirtungsbeleg hast. Wenn du den nicht hast, darfst du die Kosten auch nicht geltend machen. Und zusätzlich nochmal ein Hinweis, wenn du alleine essen gehst und dich selbst verpflegst, dann darfst du diese Kosten nicht als Betriebsausgabe geltend machen. Ich hoffe, dieses Video konnte dir dabei helfen, deine Buchhaltung auch ein wenig besser im Griff zu haben. Wenn du dich auch mal von mir bewirten lassen möchtest, dann solltest du diesen Kanal abonnieren oder schau dir doch eins von unseren anderen beiden Videos an, die ich dir einmal hier und hier verlinkt habe. Fehler Nummer 1 oder besser gesagt